Moin, hallo und willkommen zurück zu No Man's Sky in der Permadeath Edition. Ich sitze hier immer noch in der Butze. In der Neverending Butze hier, die hier noch gebaut wird. Oder, naja, mehr oder weniger gebaut wird. In der kurzen Zeit. Warum ist hier schon wieder so extreme Mucke gerade? Oh, und warum ruckelt das ganz heftig? Es hat auch ewig gedauert, bis es geladen hat, komischerweise. Ich dachte schon, hier ist irgendwas im Eimer. Aber. Das ist okay. Jetzt hat sich die Mucke beruhigt? Ne, immer noch nicht. Was ist denn hier los? Warum ist hier so krasse Musik? So, ich warte mal. Wir hatten hier gebaut. Ich habe Silizium, wir müssen das noch verarbeiten, ne? Zu Glas. Yeah. Dann gucken wir mal, ob wir da noch eine Raffinerie bauen können. Die ist natürlich intelligenterweise auf der anderen Seite. Hätte ich drüben hingehen können, oder? Ne, hier müsste die eigentlich sein. Da ist sie, okay. Weil wir brauchen mehr Glas. Wir haben nicht genug Glas, um das fertigzustellen. Denn ich würde gerne das Gebäude endlich mal abschließen, da oben. Und warum habe ich jetzt 2x10? Wenn ich das jetzt kombiniere, funktioniert das? Ja. Okay. Dann kriege ich diese 10er-Stacks los. Ich weiß gar nicht, warum ich hier noch 10er-Stacks habe. So. Wir machen volle Kanne jetzt hier. Okay, also müssen wir ein bisschen was wegarbeiten hier. Ich gehe mal gerade raus. So. Hier ist nicht ganz so laut. Wir brauchen noch ein bisschen Glas da, ne? An den Stellen, da. Hier muss noch zugemacht werden. Und dann kann das Dach oben drauf. Und dann muss ich mal gucken, was ich da für ein Dach oben drauf baue. Es müsste eigentlich ein Glasdach oben drauf. Damit wir das fertig kriegen. Und ich brauche noch Gemüse. Ich brauche noch Grünzeug, was wir da reinmachen können, dekomäßig. Das Problem ist nur, ich glaube, ich habe nicht genug Deko-Kram, ne? Ich muss den noch freischalten. Das ist ein bisschen doof. Hier haben wir ein paar Pflanzen. Da haben wir ein bisschen Grün, aber auch nicht so viel. Ah, da fehlt noch ein bisschen. Ich muss mal gucken, was ich da noch holen kann. Weil irgendwie ist das noch nicht so wirklich viel. Ich muss aber nachgucken. Ich habe das schon eine Weile nicht mehr gemacht. Das andere ist ja gegen, ich weiß gar nicht mehr, gegen, boah, wie ist denn das Zeug? Quecksilber, da oben steht es. 1000 Worte Quecksilber habe ich sogar noch auf der Tasche hier. Dann müssen wir das vielleicht mal ausgeben. Gucken wir mal. Ich nehme mal gerade erstmal alles mit. Ja, natürlich bleiben 10 Meter über. Hier natürlich auch. 18, könnte das reichen? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel waren das? Aber wir haben ja noch eine Raffinerie. Habe ich 2 gebaut? Jo, Tatsache. Warum habe ich die nicht gesehen? Weil ich wieder hab da bin. Ist egal, wir nehmen erstmal das, was wir haben. Schauen wir mal, tut mir leid, dass gerade nicht so viel ist. Es ist im Grunde genommen ist es immer noch hier das gleiche Prozedere. Ich bin auch überlegen, was ich hier einbaue, weil so viel haben wir hier eigentlich auch nicht, ne? Ich weiß doch gar nicht, ob unsere Energie hier ausreicht. Da müssen wir mal schauen. Ich mache erstmal hier und dann machen wir das erstmal zu. Vielleicht baue ich das später dann noch um. Das muss ich mir noch überlegen. Weil da eigentlich noch was hin muss normalerweise. Dass das so, wie ich es gerne hätte, ist es leider nicht. Noch nicht, zumindest. So, haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es. Sehr gut. Jetzt muss ich mir ein Dach überlegen. Ich hätte gerne ja, ein Flachdach oder ein Schrägdach. Wie sieht denn das aus hier? Das Problem an der ganzen Geschichte ist, es nimmt sich ja nichts, kostet ja alles gleich viel, ne? Warte mal, wir bauen das mal so. Gibt es da noch ein Zwischenstück? Ne, das ist ein Flach. Wo ist denn das Zwischenstück hier? Gibt's das nicht? Ich habe nur das hier. Aber das ist ja blöde. Das muss ja eigentlich da oben drauf. Wie macht man das denn?
Wie kann ich das da jetzt einbauen? Das passt nicht, weil das ist zu hoch. Jetzt bin ich verwirrt. Ich könnte sogar das da dran bauen. Okay, interessant. Interessant, interessant. Okay. Aber es ist nicht das, was ich gern hätte. Ich hätte gerne halt was, was da jetzt oben als Deckel drauf passt. Das müsste halt die Breite haben. Aber das gibt's irgendwie nicht, ne? Fehlende Komponenten. Das wird so auch nicht passen. Das passt auch nicht. Das ist ja blöde. Das ist für drei nicht geeignet, ne? So, ein abgerundetes Ding ist natürlich auch nett. Aber ich möchte gern viel Licht reinlassen, deswegen müsste da oben Glas hin halt. Das ist jetzt doof. Und das Flachdach, aber Flachdach ist halt. Weiß ich nicht, Flachdach halt, ne? Ist halt nur flach. Ha. Ist noch nicht so geil. So wie ich es gerne hätte, wir haben auch bald nichts mehr, sehe ich gerade hier, ne? Uns geht schon das Silizium aus. Toll. Weil ich zu viel Glas verbaue. Ja, da muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Ich mache nochmal eine Charge gerade. Und dann gehen wir mal zur Anomalie, würde ich sagen. Das wäre schon eine Weile nicht mehr gewesen. Dann gucken wir da mal nach Quecksilber-Sachen. Deko-mäßig. Und dann schauen wir mal. Das Flachdach ist halt nicht optimal, ne? Das sieht nicht so geil aus, wie ich es gern hätte. Wir können damit mit einem anderen Dach mal ein bisschen rumexperimentieren gerade. Das Problem ist, meine Butze ist halt etwas breiter. Hier sogar noch breiter. Da nur drei breit halt. Ferritstau brauche ich noch. Habe ich gar nicht am Start. Müsste ich aber eigentlich haben, wenn ich Dioxid nehme und das verarbeite. Muss gleich mal gucken. Ich würde sagen, wir gehen gleich erstmal kurz. Wow. Wir gehen gleich erstmal kurz zum. Zur Anomalie. Und schauen mal da noch, was, ob ich da noch was finde. Dann haben wir das auch nochmal abgehakt wieder. Ich bin ja schon eine Weile nicht mehr da gewesen. Das Blöde an der ganzen Geschichte ist, ich weiß halt nicht, wie ich weiterkomme hier. Ich will halt mehr Dekokram, aber mehr Grün. Da muss viel mehr Grün sein. Das muss eigentlich wie eine Oase aussehen. Ich brauche viel mehr Deko-Gedöns. Viel, viel, viel mehr Deko-Gedöns. Und das mit dem Fußboden, weiß ich nicht, ob ich das wechsle halt mit den Pflanzen. Da brauchen wir noch Material. Ne, das könnte ich so machen tatsächlich. Das auch. Ich könnte natürlich sowas bauen, aber. Bin ich jetzt noch nicht so der Fan von. Du musst es drehen. Warum dreht der das nicht? Der dreht es nur so rum, aber nicht so rum. Warum? Das kann ich dahin bauen. Interessant. Warum kann ich das nicht drehen? Merkwürdig. Sieht nicht so toll aus. Bin ich nicht so ein Fan von. Ich krieg das auch nicht gedreht an der Stelle wieder. Jetzt.
Merkwürdig. Ja, ist zu wenig, ne? Es ist zu viel Dach drauf, aber zu wenig Glas. Es muss richtig, richtig viel Glas sein, halt. Das würde gehen. Da ist der Giebel. Das würde passen. Gefällt mir aber noch nicht. Ne, ist egal. Wir lassen es das mal so. Wir gehen mal gerade zur Anomalie. Die Zeit ist mich auch schon wieder fast rum, weil ich mache gerade wieder eine fixe Aufnahme für euch. Gestern, tut mir leid, ging es wieder nicht. Hatte einfach keine Zeit. Ich habe ja noch ein bisschen was anderes, was ich jetzt hier aufnehmen wollte. Beziehungsweise mal zwischendurch, wo ich mal einen Moment Zeit hatte, mal aufgenommen habe. Was ich gerne raushauen würde. Ich muss mal schauen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wenn das auch so inkonsequent läuft wie das hier, wäre das nicht so geil. Aber mal schauen. Vielleicht interessiert euch das ja auch. Ich weiß nicht genau. Ach nee, ich bin ja doof. Ich muss jetzt zum Raumschiff. Ob ich die Bude hier jemals fertig kriege? Ich glaube, bei der Geschwindigkeit, so wie ich hier noch am Einziehen bin, so baue ich hier auch gerade. Wie man sehen kann. Also das wird noch Jahre dauern, fürchte ich. So lange wollte ich das aber auch nicht machen. Da muss ich mal schauen, wie wir das machen. Weil ich will hier ja auch nicht ewig basteln. Die wollte aber bestimmt ewig, nicht ewig sehen, wie ich hier einfach nur verzweifelt irgendwas basteln will. So, wir gucken mal, ob wir... Wie war das? Mit X. So, Anomalie. Dankeschön. Gucken wir mal. Denn ich habe eigentlich noch was anderes, was ich ausprobieren wollte. Wie ich... Hatte ich schon mal erzählt. Aber, ja, die Zeit fehlt einfach noch, ne? Ich muss mal schauen, ob ich das irgendwie mal gebacken kriege. Dass ich zumindest ein bisschen was konsequent machen kann. Wenn ich schon mal jeden Tag was raushauen kann. Wow. Okay, das war unheimlich. Wenn ich wenigstens jeden Tag mal stabil was raushauen kann, dann wäre ich schon mal einen Schritt weiter. Das wäre ganz schön. So, wir gucken mal gerade bei Quecksilber rein. Wenn ich gerade hier bin, Mr. Quecksilbermeister, wie heißt denn du? Begleiter, Mr. Begleiter, okay. Quecksilber herstellen. Was haben wir denn Tolles? Kreaturenstatue aus Eis? Die kenne ich noch gar nicht. Naja, das brauche ich nicht. Okay. Nett. Ja, hier, das sieht schon besser aus. Wie kann man das denn machen? Nachtzungenblumen. Organische Dekoration. Widerstandsfähiges Gewächs, das gentechnisch so verändert wurde, dass es in allen Biomen, Bodenarten und unter allen Wetterbedingungen gedeiht. Die mit Widerhaken versehenen Blütenblätter schützen die Blumen vor potenziellen Fressfeinden, indem sie die Haut durchdringen und ihr tödliches Gift wirken lassen. Für die Handhabung werden Gefahrgut-Schutzhandschuhe empfohlen. Kostet 500. Das ist natürlich schon ein bisschen hart. Wir können aber nur 3 Stück kaufen. Seeigelblumen. Ewig starrende Blume. Ja, sowas brauche ich eigentlich hier. Das Problem ist, wo baue ich das denn ein? Weil ich glaube, auf dem Dingen sieht das nicht toll aus, ne? Auf dem Boden? Auf dem Holzboden? Leuchter Blumentopf hier, das ist auch schick. Ich muss mehr Quecksilber sammeln, wa? Bitebeat Chip, Nemesis 101. Okay. Volles Segel. Blasenbottich. Die sehen schick aus. Aussehensverbesserung für Begleiter. Okay. Es gibt Dinge, die gibt es gar nicht. Beziehungsweise hätte ich nicht mit gerechnet. Hier ist noch mehr Deko. 500 kostet die Deko jeweils, ne? Artemis-Figur, Apollo-Figur. Okay, die sind auch neu. Kenne ich noch gar nicht. Oder die sind schon seit Ewigkeiten drin, nur ich habe sie nicht gesehen. So, wie viel können wir denn hier nachgucken? Da ist fertig. Figuren. Das wird doch ewig dauern, das alles zu kaufen. Ja, ich bin überlegen, wie man das machen kann. Immer grün. Früchtebaum. Nehmen wir mit. Spindelbaum sieht ganz schick aus. Zwergpalme, kurioser Mais. Zwergpalme nehmen wir mit. Ich versuche mal gerade 3 Dinge einfach mitzunehmen. Das Geld ist gleich schon alle. Ob das eine gute Idee ist? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich will halt nur mal gerade ein bisschen Deko haben. Um ein paar Dinge auszuprobieren. Ha? Wie jetzt? Wo zum Geist ist das Zeug geblieben, was ich hier noch gesehen habe? Bin ich jetzt doof?
Und das sind mehrere Seiten. Wird bei Stufe 3 freigeschaltet. Wie Stufe 3? Achso, muss ich erst leveln noch. Okay. Das heißt, du kannst noch mehr kriegen. Okay. Das wusste ich nicht. Nehmen wir die mit. Alter, dass das so viel ist, hätte ich auch nicht gedacht. Guck mal hier, da geht die Seite runter und dann... Bam, geht die Seite nochmal runter. Das sind verdammt viele Dinger. Okay, wir haben 3 Dinger mitgenommen. Und dann gucken wir kurz da hinten nochmal. Da brauche ich aber eine Menge Quecksilber. Da muss ich ja sammeln gehen, bis der Arzt kommt. Phasenbelohnung. Ach stimmt, da konnte ich mir ja noch Sachen holen. Da habe ich glaube ich auch das Quecksilber her. Das ist Anzug. Wo wollte ich jetzt gucken? Hier, Konstruktion, genau. Hier wollte ich gucken. Okay, gucken wir mal. Hier, nein. Nein. Deko. Schon alles freigeschaltet. Da nicht. Auch nicht. Nope. Hm, nip nip. Ich habe aber keine geborgenen Daten in der Tasche gerade. Habe ich auch alles freigeschaltet. Hier noch nicht alles, aber das meiste. Da gar nichts. Legierung. Ja gut, die meisten wichtigen Sachen habe ich schon freigeschaltet, aber hier ist nichts mehr dekomäßig. Das ist ja doof. Da muss man schauen. Wir gehen mal zurück zur Basis. Und dann gucke ich mal gerade die Dinge, ob ich die bauen kann. Und dann war es das auch schon wieder für die Episode. Ich hoffe, das ist okay. Es geht halt sehr schleppend voran, bis gar nicht. Tut mir leid. Aber ich will halt noch ein paar Sachen ausprobieren. Und ja, mal gucken, was dabei rumkommt. Schauen wir mal. Vielleicht machen wir mal ein paar Quecksilber-Missionen. Eventuell. Ich bin mir noch nicht sicher. Kann man ja im Team machen und ich glaube einzeln kann man den, alleine kann man die glaube ich auch machen. So. Wir haben schon wieder Unwetter, ne? Das sieht nach Unwetter aus. Yep. Unwetter. Wo finde ich das Zeug denn hier? Jo. Tatsache, kannst du dir da so hinpflanzen, aber... Ich bräuchte einen Blumentopf. Ich hätte einen Blumentopf holen sollen. Ich weiß nicht, ob das geht. Haben wir einen Blumentopf hier? Einen Dekotopf? Nee, ne? Ich habe keinen Blumentopf gekauft, ne? Scheibenkleister. Ich bräuchte einen Blumentopf, um das auszuprobieren. Ich würde gerne einen Blumentopf. Obwohl, wir können das mal gerade gucken, ob wir das ineinander glitschen können. Warte mal. Jo, das geht. Es sieht aus, als wäre da drin, tatsächlich, ne? Mhm. Okay, das funktioniert. Wir können ja aber gerade gucken, ob ich hier mal Energie rankriege gerade. Ein bisschen Säft. An die ganze Schose. Wo ist denn Säft hier? Da ist ein Punkt direkt hier. So, die sind alle an. Hier muss noch was hin. Können wir hier noch einen hinbauen? Einen Trog. So, dann haben wir den auch. Darf nicht im Weg stehen. Ich darf nicht im Weg stehen. So, das hatten wir offen gelassen, glaube ich, ne? What? Was habe ich hier gebaut?
Nee. C und dann Verbindung X. So, die will ich vernünftig haben. Hier so. So. Okay, dann haben wir die schon mal an. Und jetzt ich mal gerade so ein Deko, so eine Dekoblume hier rein. Was geht sogar? Das sieht sogar einigermaßen nach was aus. Auch wenn sie da drüber schwebt. Die Dekopalme Nummer 1. Die großen. Oh, der Baum ist ein bisschen riesig. Warte mal, wenn ich denn. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, das würde ich hinhauen, ne? Okay, das wird tatsächlich so aussehen, als wenn das hier blühen würde. Aber es ist halt grün. Ich weiß nicht, ob das eine andere Farbe kriegt, wenn es. Licht kriegt, das kann ich nicht genau sagen. Das wäre vielleicht interessant zu wissen. Vielleicht muss ich auch hoch. Vielleicht muss ich auch mal gucken, ob ich, wie heißt es? Das Glas umwechseln. Also im Grunde genommen, da wo Glas ist jetzt, kommt dann Holzfußboden hin. Wo Holzfußboden ist, kommt Glas hin. Nach oben, was Sinn machen würde. Kann man gerade ein Foto machen. Wenn wir das gerade mal angucken. Ich weiß noch nicht genau. Sieht zumindest ein bisschen nach gartenmäßig aus. Wir müssen auf jeden Fall noch mehr Quecksilber sammeln, fürchte ich. Da muss ich mal schauen. Ja, mal gucken. Kriegen wir irgendwie hin. Ich werde mir da irgendwas zusammenbasteln. Ich werde da mal ein bisschen rumprobieren müssen. Gut, dass ich da nicht runtergelaufen bin. Ich muss da nochmal gucken. Irgendwas kriegen wir da schon hin. Beziehungsweise ich dann. Ich werde mal schauen. Ich hoffe, dass ich Zeit habe, da mal reinzugucken. Am Wochenende. Weil ich nehme ja im Augenblick jeden zweiten Tag auf. Wenn es denn passt, sozusagen. Und da muss ich dann immer schauen. Wir gucken mal, wie es weitergeht in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.